So, ich habe ja noch nie ein Unboxing-Video oder sowas ähnliches gemacht, aber anlässlich des Umstandes, dass der Neo-Asphalt-Dschungel endlich gekommen ist und ich ihn nicht aufkriege, habe ich mir gedacht, diesmal muss es sein. Mann, eine lange Odyssee geht's zu Ende. Ein langes Warten. Nein, ich hatte niemals Zweifel, dass er erscheinen würde. Aber irgendwann habe ich mich halt schon gefragt, wollt ihr mich verarschen? Und das nicht nur einmal. Erstmal, das Erste, was ich mal hervorheben möchte, sind diese wunderschönen Ecken. Meine Metallecken bei diesen Produkten kennen wir, aber noch nicht so schöne. Und hier auch diese schöne Teillackierung. Wahnsinn. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Es soll eine neue Banderole geben, die man auch endlich abkriegt, ohne alles kaputt zu machen. Und ihr seht, das ist jetzt eine solche, die man wunderbar rausnehmen kann und auch später wieder reinfummeln kann, damit alles seine Richtigkeit hat. Ah ja. Das ist jetzt eine, ich kriege ja mehrere Copies vom Verlag, ne, weil ich ja einmal der Chefredakteur bin, aber ich bin ja auch noch der Redakteur und auch noch der Autor und Illustrator. Also eigentlich müsste ich 4 kriegen, nur mal so. Ohne mich jetzt hier irgendwo zu lange aufzuhalten, aber mal so ein bisschen durchs Buch blättern, will ich dann halt schon doch mal, um euch auch so einen Eindruck zu geben, was ihr hier bekommt. Ja, hier vorne halt eine kleine Einführung und vor allem auch das, was wir früher mal kleinen Lichter genannt hatten als Idee, also sprich das normale Leben von normalen Leuten in einem Megasprawl, und wie gesagt, es geht hier ja nicht um einen konkreten Megasprawl, sondern irgendeinen, und dann eben über verschiedene archetypische Locations, die es in diesen gibt, mit dann entsprechend auch den ausführlichen Grundrissen dazu. Und da seht ihr, ähnlich wie es beim Sprawl Sites, also dem alten Asphaltdschungel war, wirklich zu jeder Location eine Darstellung, auch eben mit Archetypen, wie viele Leute sind da, was gibt es für einen Host, wie ist die Sicherheit in dem entsprechenden Ding? Dann der Grundrissplan, die gibt es ja nochmal extra als Kartenpack in Hochauflösen, damit man sie sich so häufig auf die Haut ausdrucken lassen kann, wie man möchte. Und hier seitenweise mehrere Etagen, kleine und große Location, Casinos, Clubs, Einkaufszentrum, Feuerwache, Binnenschiff, Gassen, es ist so schön, es ist so, und ihr könnt euch nicht vorstellen, also ihr seht zwar natürlich, dass hier jede Menge Arbeit drin steckt, aber ihr könnt euch nicht das tatsächliche Ausmaß der Arbeit vorstellen, das in diesem völlig verrückten Band, das mich mehr, der mich fast den Verstand gekostet hätte. Ja, nutzbar, 100%iger Spielnutzen am Tisch oder auch online. Wie gesagt, ist ja auch als PDF erhältlich. Nochmal der Kartenpack erwähnt, der für schmales Geld alle Karten eben einzeln hat. Auch einzeln abgespeichert übrigens, dass ihr die wirklich dann auch leicht finden könnt und bei einer Online-Spielsession dann auf den Monitor legen könnt. Also nicht physisch, sondern eben, ihr wisst schon, was ich meine. Und das ist der Hauptteil. Ne? Also das zieht sich hier bis in die Hälfte des Buches. Auf welcher Seite sind wir hier beim Wohnungen? 93. Auch hier mal eine schöne Illustration von so einer kleinen Einzimmerwohnung, die als Modul einzeln dann auch eingebaut werden. Das haben wir hier oben. Und dann geht's. Hier noch ein wunderbares Verzeichnis. Vielen Dank an Ben dafür, der sich diese Schweinearbeit gemacht hat, dass alle möglichen Grundrisse, die in anderen Produkten drin sind, hier mal referenziert sind. Sollte man irgendwas suchen, was es man hier drin nicht findet. Dann das eine Ding, was mich wirklich fast den Verstand gekostet hätte, diese Hauptbegegnungstabelle, die natürlich auf 6 Seiten gebaut werden muss. Und das eben auch wirklich alles auf einer Seite nach Sicherheitszonen und dann eben mit dem Verweis auf die entsprechenden Begegnungen. Wenn es sich an den, wer nochmal einfach als Vergleich den alten Asphaltdschungel daneben legt
und sieht, wie viele, da waren nämlich auf einer Doppelseite 6 Begegnungen und das war's. Und auch die Grundrisse waren teilweise mit sehr, sehr viel großzügigem Platz angelegt. Im Übrigen habe ich keine GoPro, sondern ich habe so eine Art Halskragen, in den man das Handy reinspannen kann. Das ist sehr schön, da hat man beide Hände frei und kann zum Beispiel beim Geschirrspülen sich Videos angucken. Zufallsbildung, das ist der zweite Hauptteil. Also selbst wenn man hier mit einer kleinen Bleistiftmarkierung für die Leute, die mit ihren Büchern arbeiten, diejenigen Begegnungen markiert, die man schon hatte, dann bleiben wirklich mehr als genug Begegnungen übrig. Noch und nöcher. Immer wieder unterteilt. Checks und Kontrollen. Das ist ein Thema, auf das wir später auch nochmal kommen. Also sprich, wie läuft eigentlich so eine Identitätskontrolle ab? Dann haben wir hier die Charakterarchetypen, wo wir quasi einige absolute Klassiker aus alten Regelwerken, zum Beispiel den ausgebrannten Magier für die 6. Edition wiederbeleben, den Company Man, den Kopfgeldjäger, Magiestudent, magische Ermittlerin, der Maglev Jockey, das war ursprünglich mal der Subway Jockey in Deutschland in den Schatten 1, glaube ich, die Rockerin mit dem wunderschönen Easter Egg, falls das ein Musikfanatiker rausfindet, was da das Easter Egg ist, viel Spaß bei der Suche. Oder vielleicht erkennt es auch einer auf den ersten Blick. Na, die weise Frau, unsere deutsche Hexe sozusagen, die Naturhexe, die natürlich auch hier in diesem Fall im Sprawl gestrandet ist. Dann haben wir hier die Connections, alle Connections mit Illustration und eben Werten. Und zwar eben nicht nur die reinen Werte als Connection, sondern wie wir es jetzt auch aus dem, ich weiß jetzt nicht mehr leider in welchem Band das war, in einem Band wurde jedenfalls dann dieses Kurzprofil hinzugefügt. Und wir haben hier auch, das sei auch noch erwähnt, Moment, das habe ich am Anfang überblättert, weil es kann ja sein, dass man sich spontan mit einer dieser Connections anlegen möchte. Und dann kommt zum Tragen, na wo ist es denn? Wenn das jetzt hier vergessen wurde, dann flippe ich aus. Nee, genau, hier. Ja, wenn man aus einer Connection kurzerhand einen Gegner machen möchte, sucht man sich hier so ein Ausrüstungspaket raus. Hier vorne hat man so ein kleines Cheat-Sheet, wie man die fehlenden Kampfwerte kurzerhand errechnen kann. Und dann ist es wirklich mit 2, 3 Handgriffen, ist aus jeder Connection auch ein Gegner geworden, den man dann entsprechend verwenden kann. Beziehungsweise manchmal entwickeln sich ja auch Situationen anders, als man das gedacht hätte. Dann kann man noch ein schönes Kapitel Leben am Abgrund über Straßengeschäfte, alternative Geldsysteme mit Tauschhandel, alternative Zahlungsmittel möchte ich dann das Havala-System, real existierend übrigens, aber eben entsprechend hier auf die 6. Welt adaptiert. Dann hier quasi ein Kurzabriss, wie überhaupt der Weg nach der Verhaftung weitergeht. Nochmal ein bisschen was zu Sins, weil die kommen im Grundregelwerk ein bisschen kurz. Und dann haben wir hier diese im ursprünglichen Asphaltdschungel auch mal drin gewesene Tabelle mit den ganzen Strafmaßen für verschiedene Arten von Vergehen. Auch was die Strafverfolgung, die Sicherheitsstufe für eine Auswirkung auf die Strafverfolgung hat. Betäubungsmittelgesetz. Hier haben wir dieses, was ich meinte, Achtung, Kontrolle. Wie läuft eigentlich so eine Straßenkontrolle, eine spontane Verkehrskontrolle oder ähnliches ab? Auch Grenzkontrollen haben wir hier drin. Da haben wir ja Grenzen haben wir ja in Deutschland, also im ADL-Setting sehr viele. Diese ganzen Sachen mit der Strafverfolgung, die sind jetzt natürlich ein bisschen mehr auf Deutschland zugeschnitten, weil das für die ganze Welt allgemeingültig zu formulieren, das wäre so allgemein, dass man daraus dann keinen Informationsgehalt mehr ziehen kann. Dann hier nochmal die Stadt als Charakter. Wie kann man durch Beschreibung die Stadt ein bisschen fühlbarer machen? Und dann der Lieblingsartikel aus dem shadowrunberlin.de Blog von mir, der Lohn der Angst, ein anwendbares, nützliches und auch glaubwürdiges System zur Festlegung, wie viel ein Shadowrun an Geld bringen kann. Dann haben wir hier natürlich noch Werbung für unsere anderen Hauptprodukte, die jetzt gerade, also Shadow Companion ist schon länger raus, aber eben nochmal zum Bodyshop und das Wort.
plus ça change, plus ça change, plus c'est la même chose. Die Eingangsgeschichte von, ich glaube, Shadowrun 2. Edition oder 3., weiß nicht mehr genau. Also, wollte ich euch kurz mitgeteilt und an euch geteilt haben. Holt's euch, es ist wirklich wunderschön und sehr, sehr habenswert. Bis denn, ciao, ciao.